Pathfinder, ist es wahr? Wir besiedeln Eos? Das haben wir schon mal gedacht. Aber bei Eos ist das jetzt was anderes. Stimmt's, Pathfinder? Jetzt beruhigen Sie sich mal. Geben Sie ihnen etwas Raum. Lieutenant Sajax, Kandros Adjutantin. Sie wollten sie alle sehen. Es herrscht wieder Hoffnung, ist eine Weile her. Entspannen Sie sich, Lieutenant. Wenn es jemals Grund für Champagner gab. Natürlich. Die Initiative ist endlich wieder auf Kurs. Professor Herrick, richtig? Was Sie mit diesem Reliktgewölbe erreicht haben, ist beispiellos, Pathfinder. Unfassbar. Wir werden neue wissenschaftliche Talente aufwecken und alle Geheimnisse lüften. Die gesamte Nexus wird davon profitieren. August Bradley wird das sicherstellen. Er ist der neue Bürgermeister. Bradley? Den kenne ich. Scheint ein guter Mann zu sein. Und? Worauf warten Sie noch? Da draußen wartet eine neue Welt. Danke, Ryder. Was? Das ist lächerlich. Warum sollte er das sagen? Vielleicht wollte er ehrlich sein. Er war bloß ein Arsch. Wir sind ständig darum bemüht, das Leben auf der Nexus auf einen Außenposten versetzt zu werden. Dieser Ort ist der Hammer. Aber wir wissen, dass Verbesserungen immer möglich sind. Falls Sie Vorschläge haben, zögern Sie nicht. Der verurteilte Mörder Nilken Rancis wurde begnadigt, nachdem die Ermittlungen des menschlichen Pathfinders seine Unschuld bewiesen hatten. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Dann haben sie doch begnadigt, gut. Mal sehen, ob wir mit Tan noch mal drüber reden können. Pathfinder. Hallo, Direktor Tan erwartet Sie. Letztes Mal war das hier noch eine Abstellkammer. Ohne Pathfinder brauchten wir auch keine Pathfinder-Halle. Wir arbeiten noch am öffentlichen Bereich. Die Hydrokulturen sind teilweise fertig. Das genügt nicht. Wir sind zu wenige. Meine Leute brauchen eine Pause, Tan. Das verstehe ich. Aber erst muss unser Überleben sichergestellt sein. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich treffe mich mit unserem Pathfinder. Ah, Ryder! Edison hat mir von dem Außenposten erzählt. Sie sind der Held des Tages. Es ist zu früh zum Feiern. Noch haben wir keine Heimat gefunden. Nicht so bescheiden. Sie haben sämtliche Zweifler eines Besseren belehrt. Und Sie sind mein bester Freund? Eher ein Förderer, der Ihren Traum einer strahlenden Zukunft teilt. Bei allem Respekt, Direktor Tan, aber Sie kennen mich nicht. Oh, ich denke schon. Ihr Einfallsreichtum spricht für sich, Ryder. Die Entschlüsselung des Gewölbes, Alien-Terraforming, das alles hatten wir nicht erwartet, aber ein guter Pathfinder improvisiert. Und ein Brillanter zeigt seine Erfolge. Ihre Trophäen sind die ersten in der Pathfinder-Halle. Sie sind jetzt ein Sinnbild, Ryder. Etwas, woran die Leute glauben. Ohne meine Crew hätte ich das nie geschafft. Sie ist unglaublich fähig. Aber Sie führen sie an. Vorsicht, Ryder. Am Ende adoptiert er sie noch. Ah, meine Mitarbeiter. Kollegen, Sie wollen uns doch nicht etwa entmachten, oder, Tan? Vergessen Sie nicht, ich bin Direktor der Initiative. Nur kommissarisch. Wir können uns kein Kompetenzgerangel leisten. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Wir sollten zusammenarbeiten. Dasselbe sage ich schon, seit wir hier sind. Dann hoffe ich, ich kann den Pathfinder von mir überzeugen. Ich habe Bedenken wegen Eos Ryder. Ein Außenposten voller Wissenschaftler wird uns bei einem Kettangriff nicht viel nützen. Nein, aber mehr Forschung könnte auch mehr Lebensmittel für die Nexus bedeuten. Wir könnten darüber wie immer den ganzen Tag debattieren. Aber die Entscheidung ist gefallen. Wie wollen Sie weiter vorgehen, Ryder? Wir haben eine Spur zu dem Terraforming-Netzwerk. Ich muss tiefer in den Sektor vordringen, um dem nachzugehen. Wenn die anderen goldenen Welten da sind, wo sie sein sollten, könnten wir ihnen so näher kommen.
Vorsicht! Die CAT durchsuchen den Cluster nach Relikt-Technologie. Rechnen Sie also mit Kämpfen. Und dann sind da noch die Exilanten. Sie sind nicht gut auf die Nexus zu sprechen. Trotzdem brauchen wir weitere Außenposten. Sie sind entscheidend für den Ausbau der Station. Ryder könnte da draußen nach den anderen Archen suchen. Ja, der Plan ist gut. Sie haben meine Erlaubnis. Danke, Direktor. Ich erledige das. Seien Sie das Licht, das den Pfad erhält, Pathfinder. Klar. Ryder, hier ist Harry. Ich bin wieder auf der Arche. Was gibt's? Wir haben vielleicht eine Möglichkeit gefunden, mit Ihrer Schwester zu sprechen. Kommen Sie auf die Krankenstation der Hyperion, wenn Sie Zeit haben. Mach ich. Okay. Pathfinder, wir sollen uns so schnell wie möglich bei Direktor Edison melden. Richtig. Sie hatte ja irgendwas, das uns bei unserer Aufgabe weiterhelfen könnte. Alle Logistik-Updates müssen innerhalb der nächsten Stunde erfolgen. Ja, die Normandie, oh, ein schönes Schiff. Direktor Tan. Ihr Ursprung lässt sich durch nichts erklären, was wir kennen. Wie kann das sein? Wir haben doch massenhaft Ausrüstung mitgenommen. Und die Messungen der Tempest helfen uns auch weiter. Dennoch haben wir bisher gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Oh, ich will nicht, dass es später in den Geschichtsbüchern heißt, die Initiative hätte vor einer Weltraumwolke kapituliert. Manche Dinge sind nun mal größer als wir. Diese Ausrede lasse ich nicht gelten. Es geht hier um Wissenschaft. Und Sie da drüben schimpfen sich doch Wissenschaftler, oder? Also finden Sie es raus. Bis bald, Direktor. An die Wartungscrews, bitte melden Sie sich im öffentlichen Bereich. Sidebar wurde bei Apollo 11 Mission aus. Hat man uns entnommen. Sie haben einen Job. Falls Sie ihn behalten wollen, tun Sie ihn. Verdammt! Sie haben für frischen Wind gesorgt, Pathfinder. Meine Abteilung hat jetzt tatsächlich koloniale Angelegenheiten zu verwalten. Und Sie haben neue Werkzeuge, um das Wachstum der Initiative zu unterstützen. ALP, bereit zum Ausgehen. Sam hat schon gesagt, es gäbe eine neue Funktionalität, die wir besprechen müssen. Die Initiative soll dadurch den Pathfinder unterstützen. Sie und Ihr Team sorgen da draußen dafür, dass Andromeda lebensfähig wird. Das stärkt uns alle. Wenn Sie eine Schwelle überschreiten, kann eine neue Kryogruppe rausgeholt werden. Sie wollen mehr Forscher? Wie in Prodromos? Ihre Entscheidung. Brecker zeigt Ihnen das Interface und kümmert sich um die Details. Sie müssen lediglich entscheiden, was Leben in Andromeda bedeuten soll.
Ohne Druck. An das Apex-Personal. Bitte überprüfen Sie Ihren Dienstplan. Es gibt wichtige Aktualisierungen. Wladimir Brecker. So. Hallo Pathfinder. Ich bin Kryobetriebsverwalter Wladimir Brecker, C63 Galati. Ihre vordringliche Aufgabe besteht darin, unwiderruflich über den Verlauf jedes Lebens in der Initiative zu bestimmen. Wow, das ist ein bisschen zu viel. Ja, natürlich. Aber jetzt haben Sie Respekt vor dem, was wir hier tun. Die Andromeda-Lebensfähigkeit und die Nexus-Grenzwerte sind Ihre Werkzeuge, Ihre Belohnung und unsere Zukunft. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie läuft das mit den ALP? Ein Großteil der Vorbereitungen in der Milchstraße konzentrierte sich darauf, herauszufinden, wie man Erfolg misst. Bei den Grenzwerten geht es um Kapazität, aber hier geht es um Kosten. Wie viel Unterstützung wir uns tatsächlich leisten können. Punkte sind dabei nicht das eleganteste System, aber eins wird dadurch ganz klar. Je mehr Sie davon erringen, desto mehr können wir einsetzen. Wie messen Sie Grenzwerte? Sie basieren auf Ressourcenschätzungen und der allgemeinen Stabilität. Eine Metrik für akzeptablen Handlungsspielraum und vertretbares Risiko. Je mehr Sie erreichen, desto größer unsere Unterbringungskapazität und desto mehr kann die Initiative für Sie tun. Oder ganz simpel, je mehr Sie tun, desto mehr Raum haben wir zum Wachsen. Ich entscheide also, welche Gruppen aufgeweckt werden. Dann sind also alle irgendwann wach, oder? Genau. Aber das Ganze muss geordnet ablaufen. Es gibt Unterstützungslinien. Sie können kein Omelett zubereiten, wenn Sie vorher nicht für Eier sorgen. Und Eier bringen Ihnen nichts für einen Steak. Der Unterschied ist, dass es hier um Personen geht und um den Beginn eines Lebens für uns alle. Okay, Brecker. Womit fange ich an? Das Interface ist aktiv und reagiert nur auf einen Pathfinder. Es ist bereit für Ihre erste Auswahl. Sie können beginnen, die Initiative nach Ihren Wünschen zu formen. An das Apex-Personal. Ja, gut. Was macht Sinn? Hier kriegen wir mehr Rohstoffe. Hier kriegen wir Objekte. Also Waffen zu Zeugs. Hier können wir uns aber verteidigen. Und wir haben nur einen Punkt. Da wir das eine schon auf Forderung gesetzt haben, ich sagen, wir verteidigen und gehen ein bisschen in Verteidigung, oder? Ach, das ist nur für mich. Schisch. Aufklärung ist auch ganz gut. Das Apex brauchen wir später. Also jetzt gucken wir nochmal.
Aufklärung eigentlich nicht schlecht. Forscher, wo war die Journalistin? Der müssen wir auch noch mal quatschen. Kolonialverwaltung, bitte informieren Sie Direktor Tan über Ihren Status. Habitat, glaube ich, ne? Ein Arbeiter ist bei Reparaturen am Rumpf der Nexus ins All getrieben. Seine Identität wird geheim gehalten, bis mögliche Verwandte in der Milchstraße informiert wurden. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Cool. Schon mal Glück, dass man da noch treibt. Reparaturen am Rumpf der Nexus ins All getrieben. Seine Identität wird geheim gehalten, bis mögliche Verwandte in der Milchstraße informiert wurden. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Energieausfälle ergeben keinen Sinn. Wo liegt das Problem? Ich habe überall auf der Station Energieausfälle und finde ums Verrecken nicht den Grund dafür. Oh, wow. Sie sind der Pathfinder. Hey, tut mir leid. Bitte beachten Sie mich gar nicht. Sie haben weitaus wichtigere Dinge zu tun. Die Energieversorgung der Nexus ist ziemlich wichtig. Ich helfe gern. Das ist toll. Denn ich weiß nicht mehr weiter. Wir haben offensichtlich an allen möglichen Stellen Kurzschlüsse. Das Auge eines Pathfinders kann vielleicht Licht in die Sache bringen. Wir haben hier einen Energieausfall und könnten den Bereich scannen. Bislang nur wenig über dieses unterirdische Bauwerk bekannt ist, geht man davon aus, dass es von den Relikten stammt. Die renommierte Asari-Wissenschaftlerin Belisaria Bessane äußerte sich wie folgt. Was wir in dem Gewölbe aktiviert haben, hat das war ein Tier? Bestätige.
Ich kann es verfolgen. Mit den aktuellsten Neuigkeiten. Habe ich dir diese Geschichte eigentlich schon erzählt? 343 Mal. Was? Du hast mitgezählt? An das Apex-Personal. Bitte überprüfen Sie Ihren Dienstplan. Es gibt wichtige Aktualisierungen. Pathfinder. Danke, dass Sie Raj und Sarah bei der Suche nach Atkins geholfen haben. Er wird seine Zelle nicht so bald wieder verlassen. Stationsleiterin Cash erinnert hiermit alle daran, dass sämtliche Änderungen am Energieraster vorher genehmigt werden müssen. Pathfinder, ich glaube, Sie haben den Verursacher der Energieausfälle gefunden. Verständige Professor Herrick. Er soll herkommen und das Ding einfangen. So, wir wollten da oben noch weiter gucken. Die da oben ist Journalistin. Und dafür bin ich in die Schule gegangen. Natürlich muss genau in dem Moment, in dem ich das richtige Luftgemisch gefunden habe, wieder irgendein Idiot hier reinspazieren. Sind Sie nicht der Pathfinder? Dr. Camden, Leiter der Hydrokulturforschung. Geben Sie auf die Setzlinge Acht. Sind Sie immer so unhöflich zu den Leuten, die hier reinkommen? Nur wenn ein einziger Fehler jeden auf der Nexus das Leben kosten könnte. Wie meinen Sie das? Die Hydrokulturen versorgen uns mit Luft, Essen und Wasser. Sie sind der zarte grüne Streifen zwischen uns und dem Vergessen. Während der Meuterei hätten wir das alles beinahe verloren. Jetzt bin ich dafür verantwortlich. Wenn Sie die Leute netter begrüßen würden, hätten Sie bestimmt mehr Helfer, um alles am Laufen zu halten. Wie scharfsinnig. Falls es Ihnen nichts ausmacht, könnte ich ja vielleicht bei Ihnen damit anfangen. Ich brauche Proben der Pflanzenwelt in Andromeda. Unsere eigenen Exemplare sollten sich an Sie anpassen können.
bringen Sie mir jegliche Pflanzen, die Sie finden. Im Gegenzug erhalten Sie eine Belohnung. Und meinen Dank. Diese Flagge gehört Ihnen allen. Das ist Prodromos. Die Lage bessert sich, Pathfinder. Die Ressourcen kommen rein, die Schläfer sind bereit rauszugehen. Langsam fühlt es sich an wie die Initiative. Es ist noch nicht ganz das, was uns versprochen wurde, aber es wird. Ein gutes Gefühl, finden Sie nicht? Ich spüre es, Liam. Endlich kriegen wir unseren Neubeginn. Sag ich doch. Wir kriegen unseren Scheiß unter Kontrolle. Wir zeigen einer neuen Galaxie, dass wir sie in den Griff bekommen. Hey, wenn ich's immer wieder sage, muss es stimmen, oder? Oh, nicht noch jemand. Verdammt. Das hier sollte eigentlich das Chemielabor sein. Mein Chemielabor. Sie kommen aus sämtlichen Ritzen gekrochen wie Weltraumkakerlaken. Das sagst du immer wieder, Dutch. Und trotzdem bist du hier und schüttest den Leuten Drinks ein. Sie wissen schon, dass ich sie hören kann, oder? Sie sind Versuchskaninchen, verdammt. Ein Chemiker braucht nun mal Versuchskaninchen. Was er nicht braucht, ist, dass sein Labor von irgendwelchen Leuten übernommen wird, die einem Sachen schenken und nett sind. Sind Barkeeper nicht normalerweise freundlich? Sie wirken irgendwie feindselig. Ich sollte überhaupt kein Barkeeper sein. Ich sollte Chemiker sein. Lassen Sie sich von Dutch nicht abschrecken. Er ist eigentlich ganz nett. Bin ich nicht. Und seine Drinks sind wirklich gut. Verdammt richtig, das sind sie. Ich meine... Hier, nehmen Sie einen Dirty Squirrel. Trinken umsonst. Hey, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht helfen würden. Es wäre zum Wohl der Bar. Klar. Immer her damit. Also, die Leute helfen zwar mit, aber wir haben nur einen begrenzten Vorrat an Zutaten. Halten Sie Ausschau nach allem, was wir irgendwie für neue Drinks benutzen könnten. Und dafür dürfen Sie sie dann umsonst probieren. Und Dutch bekommt neben den Zutaten auch noch das gewünschte Versuchskaninchen, was? Genau. Win-win für alle Beteiligten. Gut, dann machen wir das jetzt noch schnell. Danke für Ihre Hilfe. Ich schulde Ihnen was. Oh, hallo.
kommt nicht viel. Die Behörden warnen vor dem Verzehr einer von Habitat 7 eingeführten kirschähnlichen Frucht. Mehrere Passagiere sind weiterhin mit rätselhaften Symptomen in Quarantäne. Kirschähnliche Frucht, ja. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ins All getrieben. Seine Identität wird geheim gehalten, bis mögliche Verwandte in der Milchstraße informiert wurden. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Her. Schon gut, sagen Sie nichts. Ich glaube, Sie kommen direkt aus der Milchstraße. Ich bin sehr gespannt, welche Talente in euch schlummern. So. Jetzt machen wir das. Die Behörden warnen.